Hallo liebe Leute, willkommen zu einem, ja, circa einstündigen neuen Streaming-Part von Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf. Bitte was? Habe ich mich versprochen? Geheimnisvolles Dorf? Nein, wir sind hier richtig, weil wir haben uns vorgenommen, wir verknüpfen jetzt Teil 2 mit Teil 1 noch einmal. Weil in Teil 2 haben wir den Code bekommen, um die geheime Tür in Teil 1 zu öffnen. Das nutzen wir aus, wenn es schon möglich ist, ne? Warum nicht? Zumindest schauen wir mal, ob es möglich ist, weil es ist ja ein Emulator, vielleicht hackt es ja irgendwo. Ja, auf alle Fälle, ich wünsche uns viel Spaß und ja, erfolgreiches Querdenken. So. Dazu. Querdenken wird man nicht. Warum nicht? Magst du kein Querdenken? Ach, egal. Erklär es, komm, wir wollen es alle jetzt hören. Nee. Angsthase. Angsthase, Pfeffernase. Oh Gott. Irgendwann kommt gelandet. Der Osterhase. Ich bin im Kindergarten gelandet, Hilfe. Hilfe, help me. War das wirklich auf Englisch das Spiel? Nein, glaube nicht. Nein, wir haben das doch Deutsch gehabt, oder? Ich meine auch. Gut, ich stelle jetzt lieber... Oder hat sich der Emulator umgestellt? Ich finde das schon wieder nicht witzig. Also, die Sprachausgabe, die war auf Englisch, das passt schon. Aber halt ein Double Text, der war auf Deutsch. Okay. Dann gehen wir mal ins Menü. Wieder mal, ne? So wie letztens. Ja, Einstellungen, schauen wir mal. Konfigurieren. Die Frage, wo ich jetzt wieder Benutzeroberfläche. Na gut, auf Englisch möchte ich es jetzt ehrlich gesagt nicht machen, ne? Das wäre ein bisschen heftig, oder? Ich weiß nicht, ob es heftig wäre. Je nachdem, was man machen muss. Wir haben die Rätsel jetzt ohne groß Text sind. Warum muss immer irgendwas für Problematik sorgen? Ich verstehe es nicht. Ist Natalie schon da? Nein, gell? Also, ich sehe sie noch nicht. Also, momentan bin ich noch alleine im Stream. Ja, ja, okay. Scheinbar schon, da steht eins. Aber das wird ja erst nach ein paar Sekündchen aktualisiert. Gut, wenn ich es jetzt in kurzer Zeit jetzt nicht schaffen sollte, probieren wir es einfach mal auf Englisch. Wir sind schon nicht komplett in Noobs in Englisch. Ich bin in. Soll ich das einmal erwähnen? Das war damals. Das war damals und nicht heute. Ich weiß. Nein. Aber es war lustig, ne? Da war ich schon lange aus dem Englisch raus. Da habe ich dann... Ah, jetzt geht's wieder. Jetzt hast du... Theoretisch, aha, Serverpasswort 1987, interessant, das habe ich nicht einmal ausgesucht. Ich wüsste ja Bildschirmmeldungen, Bildschirmoverlay. Ich wüsste ja nicht einmal. Ich habe doch letztens unabsichtlich was verstellt. Kann das das sein? Das kann natürlich sein. Ach Gott. Das will ich hasse diese. Lass meinen Namen aus dem Spiel. Wow. Es gab doch eine Einstellung. Sprache, oder? Kann Menü gut sein. Sounds, Lautstärke. Videotreiber, Output. Nöp. Synchronisation? Nöp. Treiber generell? Hm. Ah, bei Hauptmenü. Ah, okay, warte mal. Warum ich immer das Hauptmenü vergesse? Da bei Optionen vielleicht? Da, Firmware Language.
Deutsch hätte ich gern. Danke. Hi Nathalie. Bin da, wer noch? Ich mache ja noch ein paar Einstellungen. Das war eben noch auf Englisch, das Spiel. Es ist immer noch Englisch. So. Ja, willkommen, auch dir erkläre ich, wir beginnen mit geheimnisvollen Dorf, aber ich glaube, das war jetzt nichts Neues. Ich glaube, du solltest ja auch Bescheid wissen. So. Probieren wir es noch einmal. Ja, so nicht, so nicht. Ja. Ja, jetzt haben wir es wieder Deutsch. So. Du kannst mich hier da zuschalten. Ich bin weg. Was im Rotschmissen neben. Ich weiß, weil ich ja den Emulator neu gestartet habe. Also. Jetzt warte doch mal, ich muss einmal alles wieder einstellen hier. Das ganze Bildchen und so und schlag mich tot und so. Wenn ich schlag dich tot. So, wenn ich es habe, dann bist du gleich wieder live dabei. So. Muss das Chatfenster wegnehmen. Ja, ihr seid alle live dabei, wie ich das alles einstellen muss und so. Wie ich meinen Spaß habe. Ja, du kannst es dir denken. So. Gehen wir noch ein bisschen. Ich bin begeistert. Gehen wir in die Breite noch ein bisschen. Und was alles klar bei euch? Ein bisschen leckt das Internet heute leider. Ja, gut, das ist ja ein Standspiel sozusagen. Ne? Also, so, du solltest wieder was sehen. Warte, ich muss mich auf den Stream anschauen. Jetzt sehe ich, was ja, da ein neues Spiel. Warum gehe ich auf Fortsetzen? Kann mir das einer erklären? Keine Ahnung. So Leute, wir haben ja eigentlich Teil 1 schon so gut wie es geht abgeschlossen. Gut, Achievement Farmen mache ich hier vielleicht irgendwann aus Lust und Laune. Und wir gehen nochmal in den Bonusbereich. Gut, ich habe noch was Special-mäßiges vor, wenn ich mal die ersten 3-4 Teile von Professor Layton dann fertig habe. Dann machen wir noch was Special-mäßiges. Keine Angst, da kommt noch was. Auf alle Fälle gehen wir jetzt in den Strang-Geheimraum. Und da haben wir die Geheimtür. Diese Geheimtür gibt das Passwort an, dass du in der Fortsetzung des Spiel findest. Dann gehen wir das mal ein. Ja, indem wir auf Pause drücken. So. 3, B, 1, Dora, 2, A, 7, F. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Klingt voll interessant, diese Mechanik. Yep. Ich was ähnliches gibt es auch bei Zelda Oracle of Seven und Aces. Ja, und Aces, genau. Und Achievement haben wir freigeschaltet, das mysteriöse Tor geöffnet. So. Das habe ich damals, was heißt damals? Ich habe den ersten Teil ja nur privat gezockt, obwohl ich die anderen Teile daheim. Ich wollte nicht gerade sagen, das habe ich damals nicht einmal gemacht. Ja, wenn es original verpackt ist, habe ich es sicher noch nicht gemacht. So. Ja, passt. Bist in dem Extra-Bereich. Du darfst lesen. Dein Part. Du bist in dem Teil unseres Spiels angelangt, in dem wir dir zeigen, wie wir geschaffen wurden. Hurra! Was war das jetzt für eine Vorleseaktion? Ja, gerade war das Bild mal kurz weg. Ich denke mir gerade, geschaffen wurden. Ja, und dann, das Bild war kurz weg. Dann kam ich, und dann kam ein Hurra! Sorry, das war... In der Tat. Hier kannst du einen Einblick in die Entstehungsprozesse unserer Welt gewinnen. Ah, okay. Es ist zwar nur ein kleiner Teil des Gesamtmaterials für das Spiel, aber wir hoffen, es gefällt dir. Ja, her damit. Konzeptzeichnungen für Professor Layton und das Geheimnisfeld. Ja, schauen wir sich an. Warum nicht? Aha. Ach, das sollten verschiedene Versionen von Professor sein. Okay, der rechte unten ist ja der beste. Der jetzige. Schau dir mal die anderen Professoren an. Mit dem Vogel, der. Da hat er schon diese stichigen Augen da. So. Der rechte passt überhaupt nicht zu ihm. Der schaut aus wie Meisterdetektiv. Der linke wäre auch ganz cool gewesen. Irgendwie, aber er passt. Naja, ist halt dick. Er passt ja als Begleiter. Ja, der das, ganz linke. Genau, ja. Aber rechts, das ist schon cool. So, schauen wir weiter. Okay, schau den Luke an. Mit der Zipfel fühlt sich wie ein Zwerg. Der dritte da. Und ganz links mit der Brille. Und ganz rechts, der schaut auch schon ein bisschen. Aber das geht schon in die Ähnlichkeit. Aber gut getroffen dann am Ende. So. Okay, das ist die. Ah. Okay.
der Butler hätte so ausschauen sollen, der untere, kann das sein, dass das der Butler ist? Nein, links ist die Baronin auf alle Fälle, schaut auch leicht anders aus. Und der, was da steht, sollte eigentlich die Spitznase von rechts, glaube ich, sein. Oder ist das, soll das der Butler darstellen? Ja, okay. Das Leitmobil ganz anders und sehr klein. Auf alle Fälle ein Mini. Aha. Wer soll die mit der Kutte darstellen? Das erinnert mich irgendwie an diese eine Rasse aus Star Wars. Der Clone Wars. Nein. Auf alle Fälle der Rechte. Der Rechte war ja der, der was diese kaputten Maschinen, die Leute halt eingesammelt hat, ne? Das war der mit dem Sack. Aber hier schaut aus wie der Methusalem höchstpersönlich. Na gut. Ah ja, da haben wir den Streithansel. Und zwei andere Charakter, die es anscheinend auch nicht geschafft haben. Profil, Seitenansicht. Der kleine Läden im Mini-Anime, ne? Hallo, Finn! Wie geht's? Schönen guten Abend. Wir schauen sich gerade Konzeptzeichnungen an. Da, schau dir das Bäuchlein an vom Professor Layton. Hm. Ah, damals ganze Dorf. Wir würden dir gerne mehr zeigen, aber leider war das für dieses Mal schon alles. Okay. Schon Bock auf OW? Die neue Healerin wird mein neuer Main Support. Ja, ja, schauen wir mal, ja. Kiriko. Mhm. Von den Fähigkeiten her klingt es ja nett. Wir freuen uns darauf, auch das nächste Abenteuer der Professor Lettnerei mit dir zu bestehen. Ja, haben wir schon. Ja, das war's. Gut, dann haben wir eigentlich. Ja, wieder was für den ersten Teil gemacht. Sicher habe ich Bock auf Darksiders. Ich hätte sogar so viel Bock, dass wir jetzt dann nach dem Streaming-Part Darksiders privat weiterzocken. Und zwar die zwei Level, was wir schon gemacht haben, haben mit einer anderen Schwierigkeitsstufe. Ha! Das wäre auch was, ne? So, gut. Also wie gesagt, erster Teil fertig. Dann, achso, warte mal. Wir brauchen den Code für den zweiten Teil. Den gibt es ja hier im ersten Teil. Den müssen wir uns jetzt noch notieren. Und zwar, auch unter Strenggeheim war das, glaube ich, oder? Noch einmal die Geheimtür? Nein, das war nicht. Aha, ich kann das gleich wegdrücken, okay. Ja, mach mal schnell Durchlauf. Ich glaube, in der Galerie oder wo muss ich da reingehen? Oder? Wo war das drin? Keine Ahnung. Irgendwo war da doch der Code. Hast du überhaupt einen Code? Ja, sicher, sicher, 100 Pro. Vielleicht Profil, was? Aha, was? Sicher gab es einen Code, oder bin ich bescheuert? Musik, Filme, Stimmen? Aha, die Stimmen kannst du an. Ah. Oh no, this is an altogether unique and exciting situation. Aber auf Englisch, okay. Laytons, war das bei Laytons Aufgaben? Nein. Hä? Habe ich mir den Code eingebildet? Gab's den nicht im ersten Teil? Ich bin mir nicht sicher. Rätselindex war es nicht drinnen. Nein. Da haben wir die Rätseln. Warte, warte, nein, das war. Oh ja, du kriegst den Code, wenn du das geschaffte Spiel, glaube ich. Nein, hat sich geheißen, das steht irgendwo im Bonus mit. Hä? Okay. Warte, laden wir noch einmal. Schauen wir mal rauf noch, sicherheitshalber. Steht jetzt was? Nein. Bei Musik ist auch nichts. Das Ende. Okay. Ich glaube, jetzt geht's. Ah, na schön. Freut mich. Freut mich, dass es funktioniert. Aber ich habe mir eingebildet. Oh ja, nein. In Teil 2 gab es eine Tür für den ersten Teil und in Teil 3 gab es eine Tür für den zweiten Teil. Glaube ich. Auch.
Okay, warte mal. Wir gehen mich da. Also ich probiere jetzt noch den letzten Save zu laden, weil es kann sein, dass in dem Hauptmenü übersteht. Vielleicht. Was bisher geschah und was wir schon gesehen haben. Ja. Medusalem ohne Bart. Ah ja, dich haben wir ja befreit, stimmt. Da war ja was. So, jetzt gehen wir zum Koffer. Nein, das ist aber auch nichts, ne? Geheimnisse war ja. Hä? Na gut, dann war es vielleicht ein Irrtum. Und wenn nicht, mache ich das dann offscreen, dann hole ich offscreen den Code. Dann machen wir das nächste Mal. Na gut, dann würde ich mal vorschlagen. Wir switchen wieder das Spiel. Und weg ist es. Ja, willkommen im richtigen Spielchen jetzt wieder. Professor Layton und die Schatulle der Pandora. Die Pandora. Oh Pandora, oh heilige Pandora. Ja, es wäre gut, wenn du dich einloggst. Ich will meine Achievements. Danke. So. Muss man wieder alles ein bisschen einstellen, dann kriegt mein Co-Moderator sein Screen. Ausnahmsweise. So. Das ein bisschen so machen und das ein bisschen so machen. So, und schon habt ihr wieder ein tadelloses Bildchen. Co-Moderator, halt dich bereit. Jawohl. So, du solltest was sehen wieder. Ja, ich sehe wieder. Gut, dann auf zum Bonusbereich. Ja, schau mal, was wir hier Schönes haben. Wir werden... Okay, was ist bei streng geheim nochmal? Da, die geheime Türen. Genau, das. Wähle eine Option. Ah, warte, für die Fahrkarte? Nein. Gibt das Passwort ein? Oh. Schatulle der Pandora. Das Passwort für diesen Bereich findest du in Professor Layton's Gamut. Auf weiteren Fragen findest du in der Bedienungsanleitung. Ich brauche die Bedienungsanleitung. Wir werden kurz mal pausieren, Leute, ja. Den Code, den google ich jetzt aber, weil... No. Code. Kann man ja machen. Falls ihr den nicht einmal wieder ändert. Professor... Ich denke mal, weiß ich nicht. Professor Layton. Und die Schatulle. Aber ich will natürlich nur den einen Code haben. Mehr natürlich nicht. Weil Bedienungsanleitung müsste ich jetzt original... nachschauen daheim, aber es liegt nicht gerade in der Nähe, sagen wir so. So, was haben wir denn da Schönes? Ja. Ja. Ich hätte gern die kurz. Cheatcode. Hinweismünzen 999 können wir sich erfarmen mit dem Cheatcode. Okay. Na, sonst keine Hobbys hat. Nein. So, wie heißt denn das genau, wenn ich fragen darf nochmal? Der Schlüssel zur Schatulle. Der Schlüssel. Professor Layton. Schlüssel. Okay, ich krieg dann einen Guide. Ich will keinen Guide, ich will... Ist das so schwer, den Code zu finden, oder was? Ich
Scheinbar, weil es dafür ja Informationen findet auf der Bedienungsanleitung. Nicht von den Code. Dass man weitere Informationen auf der Bedienungsanleitung findet. Okay. Oh, muss in der Bedienungsanleitung jetzt ein Rätsel lösen, oder was? Ich denke mal, das wird ja dann gesagt, dass das irgendwo im Spiel findet, so keine Ahnung. Ja, ein, zwei Minuten noch, Leute, wenn nicht, suche ich mir das nächstes Mal zusammen. Aber ich kann ja mal schauen, wo gibt es das in der Bedienungsanleitung, in welcher? In der ersten, gell? Ja. Dann schaue ich mal, ob ich die Bedienungsanleitung finde. Ne, doch nicht so einfach zu ergattern, wie es ausschaut. Gerade. Steht nur für 20,79 € kann ich's haben. Natürlich. Gut, pfeift drauf, Leute, wir wollen in dem Part auch was sehen. Wir machen das ein anderes Mal. So. Gut, 4500 Pikarate werden wir auch noch hinkriegen. Ja, und was ich aber jetzt noch brauche, wieder mal schlecht vorbereitet, Schoko, wieder mal schlecht vorbereitet. Ich muss ja schauen, welche Achievement es noch gibt. So, wir müssen, das ist, ja, das ist das. Wir müssen Level 83 zum Beispiel machen. Die Pancakes in 15 Moves. Okay, in 15. Schauen wir sich das mal an. Wenn das wirklich der Teil war. Ja, süße Türme. Okay. Also 15 Moves. Wie schaffe ich das in 15? So, ich muss ja alles ganz rechts hinlegen, ne? Ja. Dann gehen wir mal das da her. Das ist der zweite. Warte mal. Ja, den kleinen muss ich dann daher, genau. Dann kann ich den daher. Schaut aber schon falsch aus, oder? Kann das sein? Irgendwie ja. Warte, probieren wir es einmal so. Wenn ich das weiter, dann hätte ich ja die schon hier. Dann könnte ich den hierher. Aber ich glaube, 15 Moves schaffe ich dann so nicht mehr. Oder? 12? Nein. Okay. Bitte. Aufnahme fällt. So. Das muss besser gehen. 15 Moves. Wenn ihr Tipps habt, bitte sagt's. Kann ich von auf Rot beginnen, dass der auf. Habe ich ja vorher, oder? Dann muss ich auf Blau beginnen, theoretisch, ne? Oder habe ich vorher auf? Habe ich auf Blau oder auf Rot begonnen? War nicht gerade nicht mehr. Wow. Jetzt schaut es, glaube ich, besser aus. Jetzt habe ich den großen schon drüben.
Den gehen wir daher. Den daher. Den daher. Ja, 12. 13. 14. 15. Ich hätte mein Achievement gern. Ein Gentleman löst jedes Rätsel. Warum kriege ich mein Achievement schon wieder nicht? Keine Ahnung. Habe ich schon gesagt, I hate this game? Aber hatten wir auch bei einem anderen Rätsel. Vielleicht muss man das beim ersten Mal in 15 Zügen schaffen, dass man das Schießen bekommt. Nein. Deswegen ist der Shit ja da. So. Das lasse ich doch nicht auf mir sitzen. Hallo? So, die Achievements wurden aktiviert. Ja. Oh, den Joker wieder ein Achievement verweigert. Du sagst es, Junge. Da hört der Spaß auf. Da ruft jetzt einen totalen Krieg aus. Ja, richtig, ja. Jetzt weiß ich, wie die gegebene Situation ist, ja? Weil manche zum Beispiel nicht verlieren wollen, ne? Okay, kann man jetzt nicht vergleichen, aber ja, gut. Noch einmal. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich online nachschaue jetzt hin und her, ne? So, nochmal. Süße Türme 2. Soll man ja wissen. Ja, passt ja, dass du dann in Darksiders Krieg spielst, das stimmt. Das stimmt. So, mit was habe ich begonnen? Nein, mit Rot, gell? Ja. Rot, dann das daher wieder. Das daher. So habe ich das gemacht, genau. Nein, Blödsinn. Ich muss auf Blau beginnen, glaube ich. Ja. So war es richtig. Das switchen wir so rüber, das so rüber, das so. Das so. Das kommt daher, das kommt daher. So. So, da 14. 15. Ich will jetzt keine Widerrede spielen. Ich will keine Widerrede. Ohne Lösung. Ein Gentleman löst jedes Rätsel. Scheinbar gibt's doch wieder Rede. Ich hasse das Game. Habe ich schon erwähnt, dass ich das Game hasse? Schon tausendmal gefühlt. Ja, was bringt... Okay. Ein Steambug oder vom Game selber? Na, vom Game selber. Na. Aber es hat ja letztens auch funktioniert, Offscreen, oder? Offscreen haben wir es ja geschafft, ne? Ja. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ach Gott, das... Also dich was fragen ist schon ein bisschen legendär immer, ne? Darfst du nicht manchmal alles, was du da anstellst? Du merkst ja gar nichts, was ich anstelle, also... Es kupft wie kalt. Das ist Quatsch. So, Puzzle 26 in 13 Zügen. Hä? Nein. Das war's aber nicht. Der 6, von der hast du eben gesagt. Ah, danke. Ah, er hört doch einmal zu, einmal. Danke. Rangierarbeit. In 13 Zügen. Und das war der Dreck.
Okay. Ich sehe schon. In 13 Zügen. Gewöhn dich nicht dran. Okay, danke. Hallo? Wie mache ich denn das am besten? Warte mal. Den Einser, wenn ich den... Hey, schreibt sie. Hey, ja. Sag ich auch, hey. So, wie kann ich das am besten arrangieren? Wenn ich den daher schieb? Ich muss auf alle Fälle den Dreier rauskriegen. Das heißt, wir geben den mal daher. Dann habe ich da mal den Einser. Jetzt die drei noch entzünden. Denke ich mal. Die Frage, ob ich da noch Spielraum habe jetzt. Eigentlich habe ich einen Scheiß gemacht. Ich muss den Einser da reinsetzen. So, den brauche ich als erster. Den Einser. Der muss auf alle Fälle rauf. Jetzt dann die beiden nach rechts, ja? So, genau. Wenn wir so beginnen, dann kann ich das so machen. Dann kann ich nämlich den Vierer weggeben, den Einser mal nach vor. Aber dann steht da Zweier und Dreier sich im Weg, ne? Wie viele Züge darf ich haben? Drei, gell? Ah, 13. Drei Züge. Das müsste passen. Jetzt machst du den Vierer nach oben rechts. Okay, bin gespannt, ob das passt, ja? Und dann jetzt die... Ja? Okay, ich verstehe. Ja, ich hab's gewusst, dass das mir wieder verhaust. Danke. Wäre so nicht, wenn das nicht funktioniert. Naja, du mich auch. Ich muss das anders machen. Ich muss den Zweier kurzzeitig hier herstellen. Den Dreier hier und das so rein. So. Dann beginnen wir so. Ja. Dann schmeißen wir das rein. Dann kommt das hinterher. Dann nehmen wir den, weil es so schön ist. Geben den Einser hierher. Geben den Vierer da. Das sind genau die Züge jetzt, die was ich haben will. Und was passiert im Endeffekt? Es kommt kein Achievement, oder? Nun die Probe aufs Exempel. Ah, Alter, Spiel! Was ist los? Nervst du vielleicht ein bisschen? Vielleicht war es ja so, wie ich dachte. Dass nein, wir haben es in Teil 1 ja auch nicht anders gemacht. Und wir haben es offscreen letztens ja auch gemacht. Sag mal, merkst du dir nichts? Das ist ein Wahnsinn mit dem Typ. So, aufgrund dessen, dass das Bild jetzt auch scheiße sein wird, pfeif jetzt drauf. Chocos UF, ja. So, jetzt habt ihr Megabildchen gerade drin. Ja. Du kriegst auch Megabildchen jetzt. So. Du siehst das, glaube ich, hier nochmal. Jo, jetzt sehe ich was. Nächstes Mal mach einfach schneller die Augen auf, dann siehst du noch hier was. So, jetzt richte ich den Emulator gar nicht ein, ja? Jetzt richte ich den gar nicht ein. Ich rangiere das einfach jetzt nochmal so. Egal, wie das Bildchen jetzt scheiße ausschaut. Und wenn, hasse ich dich, Game, wenn es jetzt funktioniert. Brille putzen, Sekundenfan. Brille putzen. Hä? Was willst du von mir? So vieles. So. Nun die Probe aufs Exempel. Quod erat demonstrandum.
Alter, wüt er mir ärgern, oder was? Der will mir ärgern, oder? Hängt so. So. Sorry, Leute, dass da heute nichts zustande kommt wieder. Es regt mich nur auf. Also, wenn ich das schon mache, dann hätte ich halt gern auch das Achievement dafür. Das wäre nett, ne? Es wäre zumindest nett. Was habe ich jetzt, bitte? Desktop-Menü anzeigen. Was geht da jetzt ab? So. Wow. Wartet mal kurz. Ich muss euch kurz ausblenden. Sonst seht ihr vielleicht noch mein Passwort. Das wahrscheinlich dann eh wieder nicht stimmt. Nein, ich krieg's ja eben nicht. Das ist ja das Problem. Ich kriege es eben nicht. Ich sollte ja oben links eine Meldung kriegen und auf der Internetseite kriege ich es auch nicht. So, ich mache aber mal. Ich mache mal den Browser auch zu. So. Vielleicht liegt es auch daran. Kann natürlich sein. Ich mache eben meine Wärmflasche warm, ja. Mach mal. Lass dir Zeit. Das dauert eh. ja. Ich hasse diese Sachen, wenn sie nie funktionieren, wie man will. Kennt ihr das? Kennt ihr das irgendwie? Ja, Finn. Das kann gut sein. Vielleicht kriege ich dann mein Achievement, ne? Overwatch 2 kommt eher online als das Achievement, ja. Das findest du auch noch witzig, ne? Natürlich. So, was ich jetzt nicht witzig... Ah, danke. Danke. Endlich kommt das Spielchen hier wieder. So, pfeif drauf. Wenn es jetzt nicht klappt, dann scheiße ich drauf. Entschuldige. Dann reicht's. Einmal hat auch das ein Ende. So, du brauchst noch ein Bildschirm. Vielleicht ist es aufgrund deiner Bildschirmübertragung. Kann auch sein. Das wird sein. Ich bezweifle es sehr stark. Ja, du bist der Schuld. Du bist der Schuldige. Kannst nicht mal. Ne, danke. Hab keinen Bock drauf. Ja, ich sag nur, ja, vielleicht sollte ich Kingdom Hearts Hintergrund ändern. Stimmt. Stimmt. Danke für den Hinweis, Finn. Fürs nächste Mal. Weil damals hat ein gewisses Online-Spiel ja nicht funktioniert. Weil ich einen bestimmten Hintergrund habe. Und tatsächlich... Ich habe das getestet mit wechselndem Hintergrund und bei einem Hintergrund hat es nicht funktioniert. Aber komischerweise habe ich das Hintergrund schon ganze Zeit. Also an dem kann es diesmal nicht liegen, glaube ich. So, das waren schöne Zeiten. Nun die Probe. So, wie schaut's aus? Quod erat demonstrandum. Quod erat, du wirst mich verarschen. Der will mich verarschen, ne? So wie ihr mich mobbt, vielleicht will ich mobben. Aber ich bin doch mit Errungenschaften ja, es ist nicht freigeschaltet. Ich habe müssen, weil ich habe ja, schau Finn, ich habe aufgrund dessen
Finished Chapter 7, habe ich müssen alles nachspielen noch einmal. Ja. Vielleicht liegt es aber wirklich an. Nein, Blödsinn. Wir haben ja so die Achievements auch bekommen. Das ist doch Humbug. Warum soll sich das alles ändern jetzt? Passwort ist drin, aktiviert. Hardcore-Modus ist aus. Automatisches Start active. Na. Achievement Badge ist ein. Ach Gott. Okay. Komm bei guten Zeiten, schlechten Zeiten. Ich bin gerade bei den schlechten Zeiten, so. Eine Idee habe ich noch. Wir gehen in das Hauptgame rein und probieren das jetzt noch einmal. So, weil hier können wir genauso den Rätselindex auswählen. Ist genau dasselbe, komisch, ne? Ist genau dasselbe Screen. Egal, ob ich es draußen haben will oder hier, ne? Ja. Aber wie shittig wäre das denn, wenn ich das tatsächlich beim ersten Mal doch machen muss? Nein, das glaube ich gar nicht. Doch Blödsinn. Kann ja gut sein, dass sie das beim Achievement versehentlich so gemacht haben. Ja, es kann schon sein. Es kann auch sein, dass es bei dem nicht funktioniert. Vielleicht dann nur bei der amerikanischen Version. Das kann schon möglich sein. Weil die Entwickler von den Achievements sind ja genau normale Spieler wie du und ich, ne? Oder wie ihr, ne? Ja. Gut, Achievement, du kannst browsen gehen. Interessiert mich schon immer. Und tschüss. Reset, sage ich nur. So. Bye bye. Passt. Hat sie erledigt. Lust verloren. An die Achievements. Wir machen das jetzt fertig. Also, das Projekt heute nicht. Wir machen jetzt ein paar Rätsel. Sorry, Leute, fürs lange Hin und Her. Es fällt schwer. Lebensaufgaben. So, dann werden die nämlich auch nicht freigeschaltet, die Achievements wahrscheinlich. Aber werden wir eh dann sehen, wenn wir die ersten drei schaffen. Haus des Adlerauges. Von Küste zu Küste. Ich sehe schon ein Rätsel, was ich gerade gesehen habe. Ich krieg die Krise jetzt schon. Gottes Willen. Ein Flugzeug fliegt um 12 Uhr mittags in Los Angeles ab und kommt um 20 Uhr in New York City an. Zwischenhalte macht es keine. Am nächsten Tag fliegt die Maschine um 12 Uhr von New York City zurück nach Los Angeles. Der Flug wird nicht von Höhenwinden beeinflusst und benötigt dieselbe Zeit für die Strecke wie am Vortag. Wegen der Zeitzone ist es New York stets 3 Stunden später als in Los Angeles. Um wie viel Uhr kommt das Flugzeug in Los Angeles an? Ist das was für dich? Ist das was für dich? Also, war die Maschine... Fliegt um 12 Uhr mittags in Los Angeles ab und kommt um 20 Uhr in New York City an, ne? Ja. Das sind 8 Stunden, ne? Am nächsten Tag fliegt die Maschine um 12 Uhr von New York City zurück nach Los Angeles. In der Zeitung ist es in New York stets 3 Stunden später. Aha, warte, in New York 3 Stunden später. Das heißt, eigentlich hat ja der Flug nicht 8 Stunden gedauert, sondern nur 5. Weil wenn wir mit dem Flugzeug 12 Uhr wegfliegen und um 20 Uhr ankommen und 3 Stunden später ist es ja in in Los Angeles. Nein, in New York, passt, ja. Das heißt, wir fliegen eigentlich nur 5 Stunden. Und wenn wir jetzt quasi... wieder zurückfliegen, dann sind sie ja 5 Stunden früher, oder? Kann das sein? Liegt da jetzt irgendein logischer Haken dahinter? Aha, jetzt kriege ich die Meldung vom Corona-Test, bitteschön, von der Arbeit. Sage ich nur.
Sehe ich das jetzt richtig oder nicht? Ich frag dich jetzt einmal. Könnte man so sein, dann könnte es, dann ist er 14 Uhr, ist er da, und dann könnte er dann da sein. Aber es, wie viel, 14 Uhr? Ja, wenn es dann weniger sind, wenn da, da waren dann auf dem Hinweg waren es mehr, dann ist auf dem Rückweg weniger. Aha. Und 5 plus 3 sind halt 8, das sind die 8 Stunden, dann die 5 minus 3 sind 2 Stunden, also ist er 14 Uhr dort. Okay. 14 Uhr. Wegen der Zeitung ist er. Um wie viel kommt das Flugzeug in Los Angeles an? Könnte 14 Uhr sein. Ja, aber Moment. 14 Uhr oder? Hä? Warte, es startet um 12 Uhr. Wir müssen das nicht irgendwie umgekehrt rechnen mit Zeitunterschied. Oh ja, gell? Ja, dann müsste es 14 Uhr sein dann. Das kann aber, glaube ich, nicht stimmen. Es kann nicht... Du musst rechnen, während des Fluges hast du ja schon den Zeitunterschied. Und dann können es ja erstens einmal nicht nur die 2 Stunden sein, sondern müssen es ja 3 Stunden sein, so wie vorher. Ja, aber... Eben, 9 Uhr. Ich wollte gerade sagen, die 3 Stunden Retour, ne? Ist es in L.E. quasi 9 Uhr, hätte ich auch gesagt. Weil vorhin hat man ja auch gesehen, dass es die 3 Stunden Unterschied sind. Eben, beim Losfliegen, ja. Beim Losfliegen, genau. Sollen wir mal 9 Uhr nehmen? Sicherheitshalber? Ich vertraue dir mal. Das müsste er mir dann aber erklären, wenn das stimmen sollte. Aber ich bezweifle es irgendwie. Ich weiß, also. Ich glaube nicht. Achso, das soll der Vierer sein? Willst du mich verarschen? Das ist ein 9er. Danke. Was? Nein? Ja, ich probiere dann eine 9 Uhr, weil. Nicht 9 Uhr? Oh ja, scheiß drauf, wir probieren die 9 Uhr. Auch wenn es falsch ist, wir haben mir genug begehört. Ja, wenn es dann 15, wenn 9 Uhr, wenn er losfliegt, dann ist er und 5 Stunden braucht, dann ist es 14 Uhr, wie ich dachte. Ja, also müsste es 14 Uhr sein. Aber schau, wir sind jetzt, Pascal hat es, glaube ich, recht, sagt er. Aber wenn ich wen vertrauen würde, dann vertraue ich doch Finn eher, oder? Du Elle. Okay, warum? Ihr zwei entscheidet. Ich will jetzt... Von beiden von euch hören, nehmen wir 14 Uhr oder nehmen wir 9 Uhr? 14? 9 Uhr? Also 14 Uhr. Ja. 9 Uhr war nur vereinfacht. Ja, aber das Spiel hat Fallen drin. Vielleicht ist es ja was Vereinfachtes. Vielleicht überlesen wir was. Der Anker, wie gesagt, es könnte nicht hinkommen, die 9 Uhr. Wir haben ja auf alle Fälle die 3 Stunden Unterschied. Das haben wir oben bei der ersten Angabe festgestellt. Und wenn bei 12 Uhr die 3 Stunden schon berücksichtigen, wäre es auch 9 Uhr. Aber da wäre heute die Flugzeit ja nicht dabei. Und vielleicht müssen wir die auch gar nicht berechnen. Ich weiß es ja nicht. 14 Uhr. Es wird stimmen, denke ich mal. Und wenn nicht, dann lernen wir dazu. Gut, wir nehmen mal 14 Uhr. Vertrauen ruhig mal. 14 Uhr stimmt. Glückwunsch. Das habe ich gesagt. Ja, eben, du brauchst eine Flugzeit. Man kann sich noch nicht beamen. Das stimmt. Ja. Aber das ist doch viel zu einfach jetzt gewesen, oder nicht? Wenn man das oben rechnet mit dem. Ich habe mir doch eher gedacht, dass da eine Falle drin wäre. Man muss nicht immer überall eine Falle drin sein. Man muss das halt nur logisch denken. Da muss erst mal drauf kommen. Dann müsste man logisch denken. Ja. Das Flugzeug reicht Los Angeles um 14 Uhr. Wenn es in Los Angeles Mittag ist, dann ist es in New York 15 Uhr. Die Maschine ist um 20 Uhr in New York eingetroffen. Also beträgt die Flugzeit 5 Stunden. Ja, das haben wir festgestellt. Der Rückflug dauert ebenfalls 5 Stunden. Ja, war eigentlich eh klar, ne? Also ist es in New York 17 Uhr. Wenn das Flugzeug landet, durch den Zeitunterschied die 3 Stunden, was wir auch gerechnet haben, weil am Anfang ja die 8 waren. So. Gut. Glückwunsch. Ihr beiden. So.
Ich hasse euch. Ich hasse 141 jetzt schon. Darf ich das anmerken? Weg mit den Kugeln 6. Als ob die ersten 5 nicht schon gereicht hätten. Na. Gut, ein Block zu viel. Ist das auch was zum Schieben? Vielleicht, weil er zu viel ist? Boah, Alter, diese Rätsel. Komm mal runter, Digga. Was ist mit dir? Es leckt dir nicht mit Bohrer dann, ne? Unten siehst du ein rotes Gebilde, das aus 28 Blöcken besteht. Manchmal muss man einfach nur rechnen. Ja, bläh. Macht euch nur lustig drüber, dass ich immer glaube, dass irgendwo ein Haken drinnen ist. Ja, es ist Professor Layton. Du bist ein Haken. Aha. Aber Hauptsache, er erkennt nicht, ja, welches Schwert ich nehmen soll. Ja, oder sowas, ne? Ja, ja, so fiese Fallen. Aber egal. Aber wenn es ums einfache Rechnen geht, ist er unser Mann. Ich verstehe. Und auch Finn, gut gemacht, danke. Für die einfachen Aufgaben bin ich einfach zu schlecht. Ich brauche die Herausforderung. So, das rote Gebilde, das aus 28 Blöcken besteht. 27 Blöcke bilden einen geschlossenen Würfel und auf der Oberseite ragt ein einzelner zusätzlicher Block. Also der Knubbel schlechthin. Das Gebilde wird nun in Einzelteile zerlegt, die du gleich darunter in Blau siehst. Erkennst du, welches der 5 Einzelteile A bis E in den einzelnen Block enthält, der die Spitze des Gebildes darstellte. Die 5 Teile passen nahtlos zusammen. Achtung, sie dürfen nicht gedreht werden. Okay. Sie dürfen nicht gedreht werden. Also wir müssen jetzt das Teil finden, welches diesen Knuppelblock hat. Ne? Also D kann es auf alle Fälle mal nicht sein. Weil wir haben eine 3-stufige Stufe da. Und bis zum Block in der Mitte sind es 2 Stufen. Quasi. Ja. Das heißt, D fällt schon mal weg. B fällt weg. Ja, Dora aber auch, oder? Dora hat ja 3. Theoretisch. Also müsste es theoretisch... Ja, aber lege mal Dora so hin. Ja, wir dürfen ja nicht drehen. Also na, eh nicht. Aber da müsste ja der Knuppelblock in der Mitte sein. Aber da habe ich habe ihn ja erst an dritter Stelle, den Knuppelblock. Ja, aber du hast recht, D würde ich ja auch nicht. Achso, warte, ich sehe aber noch was anderes. Wir brauchen, warte. Ja, eigentlich einfach, du kennst das ja schon, ne? Also du brauchst mit einfach gar nichts sagen, Nathalie, ja? Die das Spielchen auswendig kennt, ne? Ja, aber trotzdem, deine Weisheit ist sicher vonnöten, wenn es vonnöten ist. Aber ansonsten, wie gesagt, wenn man es einmal kennt, dann kennt man es ja, ne? Jungfrau in Nöten. Jungfrau in Nöten. Man könnte das auch so zusammenstecken. Ja, müssen wir jetzt zusammenstecken. Was ist, wenn ich zehnmal... Warte, wo ist meine Maus? Hier, wo sind meine Notizen? Ja, wo ist mein Stopp? Danke. So, wenn ich den Block, man darf es ja nicht drehen, wenn ich den einmal hierher setze, dann hätte ich da oben... Nein, das geht. Warte, wenn ich den... Man darf ihn ja auch nicht drehen, hat es geheißen, ne? Ja, scheinbar. Warte, dann setze ich das einmal hierher. Und dann kann es natürlich B sein. Dann könnte es richtig B sein. Denn man weiß dann nicht... Oh ja, wenn ich A nach hinten lege und B... Nein, wenn ich das nach hinten stelle und B drauflege hier, dann wäre der Knubbel in der Mitte. Das heißt, die Reihe hätte ich offen. Das heißt, die Wand kommt an die Seite. Das kommt daher und das auf die Rückseite. Oh ja, B ist es. B sollte es sein. Wir riskieren es. Time to press button B. Nice. Okay. No. Ja. Okay. Quod erat, Nathalie hat es gewusst. Ja, klasse. Ich hätte es dir 10-mal so schnell beantworten können, gell? Denkt sie sich. So, was haben wir? Ja, und jetzt kommt mein Lieblingsrätsel. Ja!
Weg mit dem beschissenen Kugel, Teil 6! Gut, immerhin 99 Pikarat, ja. Ich frage mich nur, wie viele Züge brauche ich? 710? 360? Eine Runde Solitär. Und das ist das normale Solitär, das jetzt. Aha, du bist auch dabei. Ja, das ist jetzt das normale Solitär, wie jemand mal spielt. Ja, ja. Mit vollem Bild. Wenn ich die... Ja, oje, oje, sag ich auch, ja. Jetzt habe ich schon den Haken drin, oder? Ja. Nö, noch nicht. Ja, wo kann ich denn weiter... Oh ja, ich kann doch weitermachen. Ich war schon fertig, Leute. Ich war schon fertig mit den Nerven. So, wenn ich den jetzt rauf... Nein, dann machen wir mal den hierher. Es ist nur... Nein, warte, ich habe das, glaube ich, ein bisschen falsch gemacht. Ich glaube, immer von außen nach innen, ja, das habe ich mir auch gedacht gerade. Weil sonst komme ich hier nicht weiter. Ja, aber was... Ja, warte, hier könnte ich noch was machen. Das heißt, hier hätten wir schon mal eines fertig, ne? Ja. Holen wir sich das mal. Das ist schon 99 Pikarat wert, ja. So. Habe ich es jetzt schon verschissen oder geht es noch weiter? Kann ich weitermachen. Du kannst halt gerade kannst du nur die in der Mitte rechts, ja, die kannst du nur bewegen. Nein, ich kann ganz links auch noch. So, wenn ich den jetzt hierher... Das ist schon schwer, das Ganze. Jetzt den unteren... Na, warte, warte. Nein, noch nicht. Den runter wieder. Den Nein. rauf. Oh ja. Den Doch, rauf. Ja. Den rüber. Den rauf. Dann hängt der aber hier fest, ne? Nein, so geht's nicht. Ist da jetzt schon alles verhaut? Ich weiß es nicht. Dann erstmal den von unten rechts nach oben. Dann ist der hier. Dann den hier rüber. Ja. Den hier rüber. Den hier rüber. Wenn ich den dann wieder rauf. Den rüber und den rüber. Ja. Und deinen... Ja, hast recht. Ich probiere es einmal. Ich riskiere es. So. Dann den rüber, ne? Ja. Ja. Dann den retour. Das so. Das hinauf. Genau. Darüber. Oder ist es dann schon verhaut? Warte, darüber. Den rüber. Dann habe ich hier eine Kugel. Warte mal, ich brauche Notizen. Puh, das ist schon schwer. Darüber, darüber. Dann habe ich hier eine Kugel. Darüber. Darüber, dann habe ich hier eine Kugel. Ne? Dann könnte ich den hierher. Muss ich eigentlich wieder in der Mitte landen? Ja, auch, oder? Ich weiß es nicht. Genau. Nein, wenn sie eine übrig ist. Okay. So, warte, hier habe ich eine Kugel. Warte, ich muss mal das anders machen. Warte kurz.
Die kommt weg. Die streichen wir mal. Dann habe ich hier eine stehen. Die kommt weg. Wenn ich die stehen habe, komme ich mit der hier her. Das heißt, hier habe ich eine, ne? Ja. Die kommt auf alle Fälle weg auf dem Platz. Und wenn ich darüber springe, habe ich hier eine Kugel, ne? Und die sind alle weg. So. Die ist aber auch weg, oder? Ja. Weil die nehme ich ja vorher und die dann rüber. Ja, genau. Die ist auch weg. So. Dann habe ich das. Wenn ich jetzt... Dann bleibt mir entweder unten oder in der Mitte. Wenn ich das so mache... Ist das schwer? Alter, ich kann das, glaube ich, nicht. Warte. Die ist ja leer. So, wenn ich das rüber, habe ich hier eine Kugel. Habe ich hier eine Kugel? Dann, ja, die ist weg. Wenn ich dann wieder die retour... Wenn ich da eine her... Dann könnte ich dann darauf. Aber dann komme ich nicht mehr rechts rüber. Wenn ich die als erste rechts, habe ich hier eine Kugel. Ich glaube, das funktioniert nicht mehr, oder? Kann das sein? Einfach ausprobieren. Naja, ich kann die Züge nicht zurückgehen, Junge. Das ist wohl, wenn ich es jetzt doch schaffen würde. Einfach ausprobieren. Glaubst du, ich komme da wieder hin? Zu einem Szenario vielleicht? Einfach ausprobieren, okay. Da ist eine Kugel in der Mitte. Wenn ich dann runtergehe, ist sie hier. Das heißt, die Mitte ist leer dann. Komplett. Bei Solitär muss man nachdenken. Ähnlich wie bei Schach. Ach, gemütlich. Aber wenn ich hier die herspiele, dann habe ich vier. Habe ich vier Kugeln in einer Reihe. Das bringt mir nichts. So. Da habe ich wieder vier Kugeln in einer Reihe. Und wenn ich mit der arbeite, wenn ich da unten mit der arbeite, wenn ich daher, dann ist die Kugel weg. Dann wäre die Kugel weg. So, dann habe ich die zwei. Wenn ich die dann rüberspiele, aber, na, die habe ich ja auch noch. Alter Falter. Aber die ist Notizen, das verwirrt einen nur noch mehr. Ich würde das da im Spiel selber würde ich danach denken und dann gucken, was das für Auswirkungen hat. Was du ja nie, wo jetzt was genau ist und so. Ja, aber so weiß ich auch nicht die Züge, ne? Also. Das hilft mir nicht viel. So. Ja, ich glaube, wir haben es irgendwie versemmelt. Also ich muss auf alle Fälle die Kugeln darüber irgendwie bringen, ne? Und wenn ich die daher... Ja, die daher, das... Ja, das wäre... Ich kann nach oben, unten gar nicht mal irgendwas machen. Ich könnte theoretisch... Warte, die mittlere daher setzen. Die mittlere daher setzen. Und wenn ich die dann daher, könnte ich quasi mit der hinauf, mit der Retour, aber dann bleibt mir die da hinten übrig. Und wenn ich die mittlere daher setze, runtergehe,
Dann ist die weg. Die nachziehen. Irgendwo ist der Hund drin. Irgendwo. Ja, ich glaube, ich krieg das so, glaube ich, nicht mehr zusammen. Ich hasse das. Ich hasse es. Ach Gott. Ich glaube, da werde ich offline ein bisschen dran sitzen und das nachmachen dann, Leute. Ich weiß nicht. Weil die Hinweise werden ja wahrscheinlich wieder nichts bringen, oder? Wollen wir es probieren? Ja. Diesmal musst du viele, viele Kugeln vom Brett entfernen, also hast du auch etliche Sprünge vor dir. Geh aber nicht nach dem Zufallsprinzip vor, sonst manövrierst du dich am Ende noch selbst ins Aus. Plane deine Spielzüge so, dass du keine Kugeln zu weit abseits der anderen liegen bleiben, wo du sie nicht mehr erreichen kannst. Genau. Gibt's noch einen Tipp? Je mehr Kugeln du vom Brett nimmst, desto mehr ändern das Spielfeld einer Kugelaufstellung, die du bereits aus einem früheren Rätsel kennst. Hast du es erst einmal so weit geschafft, ist der Rest ein Kinderspiel. Ja. Schade, aber weitere Hinweise gibt es für diese Aufgabe nicht. Bla 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 bla. Ja. Also bei denen hat es nie geile Hinweise gegeben, muss ich sagen, ja. Ja, auch wenn es mein Aus bedeutet, ich weiß es nicht, was ich machen soll. Ich krieg dann diese hintere Kugel nicht weg. Das ist das Problem. Die kriege ich nicht weg dann. Wenn ich die jetzt da weg und der andere rüber... Da müsste ich mit der nach oben arbeiten. Da müsste ich mit der nach oben arbeiten. Dann kann ich die wieder rüber. Ja. Aber wenn die hier fehlt... Warte, dann kann ich die rüber. Aber das bringt nichts, wenn ich dann die raussetze, dann steht die wieder alle, oder? Ich probiere es jetzt einmal. Pfeif drauf. Das gehen wir so rüber. So. Das dann wieder retour. Wenn ich... Warte, wenn ich das retour... Das hierher... Okay, du hättest einen Tipp, okay. Wenn ich das jetzt raufgebe, kann ich nur mit dem rüber. Mit dem rüber, mit dem wieder zurück. Ja, mir bleibt die Kugel jetzt übrig. Ich muss eigentlich wieder den Zug nach links machen. Hierher dann. Wie gesagt, da habe ich es dann versemmelt wahrscheinlich. Wenn ich den dann daher setze, sicherheitshalber. Sollen wir mal die untere Kugel holen? Ich weiß nicht. No, komm. So. Jetzt muss ich dann eh das hier... Ja, wie gesagt, egal wie ich es jetzt mache, ist es wurscht. Obwohl... Ja. Da bleibt mir die Kugel dann übrig. Oder war die vorher hierher? Die vorher hierher. Da bleiben mal drei Kugeln übrig. Ja, schmeiß mal deine Tipps raus. Dabei. Kannst du ruhig rausschmeißen dabei. Ich habe eh keine Ahnung gerade. Wenn ich dann die rauf und die rüber... Steht meine Kugel dann hier und das ist ja, ich habe es versemmelt. Es ist aus dem Maus. Es ist schon 22.15 Uhr. Eigentlich wollte ich aufhören. Warum? Wir haben viel erreicht in dem Spiel heute. Nichts. So, wenn ich den da hier an die Kugel runter, es muss ja am Ende ja nur eine übrig bleiben. In anderen Videos wurde die mittlere Kugel nie bewegt. Alles, also außer beim ersten Mal halt. Okay. Also mittlere Kugel bleibt untouched. Okay. Warte mal kurz. Warte mal.
Nein, es geht wieder nicht. Schade. Wenn ich jetzt darüber gehe, warte, wenn ich das hier noch rauf und das rüber, da bleiben. Also außer beim ersten und die blieb auch über, okay. Also die mittlere Kugel nicht antatschen, okay. I understand. Nein, es geht sich gerade um eins nicht aus. Ich kann das hier rüber, einmal hier rüber. Und wenn ich einmal so die Runde mache, zack, zack, nöp, zack, zack, nöp, wurscht, dann war's das, zack, eine Runde, Ringerei, aus und vorbei. Drauf. Bleiben zwei übrig. Gewonnen! So, das heißt, die in der Mitte bleibt liegen. Okay. Dann probieren wir es doch weiter. Achso, die in der Mitte bleibt liegen, oder? Ups. Ja. Sorry. Das war gerade verlockend. Ja. Dann, wenn der Tipp so Gold wert ist. Nein. Dann... Ja. Was? Schon gut, ich dachte, wir uns über die Mitte springen. Die wurden auch gleichmäßig abgearbeitet, okay. Wurscht, machen wir es einmal so. Dann hauen wir das hier rein. Okay, warte, wenn ich da noch rüberziehe. Nein, geht sich das nicht raus. Okay, die oben bleibt übrig. Dabei. Okay, da habe ich eine obere übrig. Wenn ich da jetzt rüber mein Revier. Okay, die obere ist arschig gerade. Aber ich muss jetzt die Mitte bewegen, sonst kriege ich die obere nicht weg. Ich muss aber jetzt die Mitte bewegen irgendwie. Ja, anders geht's gerade nicht. Ich kann halt die noch wegmachen. Und dann die vielleicht noch. Dann wieder runter switchen. Dann kann ich. Ja, warte mal. Oder warte, wenn ich das hier weg. Ah, machen wir es anders. Machen wir es mal so. Machen wir es mal so, ja. Dann muss ich die runterspielen. Das ist schon Hammer. Ja, gleichmäßig bearbeiten, aber trotzdem die Züge, das ist ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn ist das. Wie gesagt, ich glaube, da setze ich mich offscreen hin und mache das, weil. Ich glaube, das geht schon gar nicht mehr. Nein, ich glaube, das geht auch schon nicht mehr, stimmt. Wenn ich jetzt die Mitte involvieren würde. Ich könnte da noch einmal runter.
Das bringt nichts mehr. Ich müsste die jetzt raufbringen, eventuell. Das wäre eventuell die einzige Möglichkeit noch. Weiß ja nicht. No. Okay. Gar nichts mehr vernünftig, ohne dass du dich ausmanövrierst. Ja, die Kugel hat gestört da oben. Die war der Störpunkt. Ja. Warte mal, ich mach das einmal so. Ist egal. Nichts mehr. Nichts geht mehr. Yeah, jetzt haben wir sogar drei Kugeln. So. Pfeift drauf, was mit der Mitte gesagt wurde. Ich probiere das jetzt mit Mitte. Noch einmal. Da war ich ja vorher besser dran. Ich geht's ja gar nicht anders. Alles möglich, natürlich, ne? So, den kann ich noch runterlassen da. Dann machen wir das auch gleich so. Dann machen wir das so. Okay. Nein, am besten. Scheiß drauf. So. Ist die Frage, ob ich die noch runterkriege, die einzelne Kugel dort. Schaut nämlich auch nicht so gut aus. Mittig einmal die. So. Ich habe wieder eine Mitte, ich habe wieder eine in der Mitte. Bin begeistert. Ja, ich auch nicht. Das läuft ja so gut gerade. Jetzt habe ich noch mehr übrig, oder? Kann das sein? Ja, wahrscheinlich. Warte, wenn ich die wieder retour spiele, dann habe ich wirklich den Haufen. Ja, dann. Das ist ja noch schlimmer quasi jetzt. Das ist noch schlimmer quasi, oder? Na, warte mal. Das kann nicht funktionieren. Bla bla bla. Yeah! Jetzt schaut es mir schon synchron aus. Gut, dann machen wir die Technik jetzt. Machen wir das einmal so. Das schaut doch gleichmäßig aus, oder? Bisschen. Ich weiß nicht, Gleichmäßigkeit, wie die Wiese hier ist. Anscheinend ja, ne? So. Lass das lieber so sein. Ich weiß die Dinge mit nicht los. Das heißt, jetzt holen wir so rüber, dann machen wir mal. Der muss weg. Also ich darf ja die Mitte nicht anrühren, hat es ja geheißen, ne? Aber ich schaffe das sonst nicht ohne Mitte. Ich will die Mitte weggeben, so. Wenn du die, vielleicht, wenn du die Mitte nicht mehr, wenn du die Mitte wegmachen musst, theoretisch, dass es dann schon zu spät ist, vielleicht. Das kann natürlich auch sein, ne?
Das da war ja wirklich am Anfang vorhin besser drauf. So. Machen wir das mal so. Oh, ihr Streamer. Oh, ist hi, Parker. Er hat es halt gerade einfach gemacht, okay. Nein, nein, passt schon. Ich höre gleich auf. Das Spielchen frustriert mich gerade ein wenig. Das Spielchen frustriert etwas. Ja, das ist auch wieder gelaufen, oder? Ist wahrscheinlich. Ja. Also das Rätsel ist wirklich nicht einfach. So. Man hat Solitär bisher auch nur sehr selten geschafft. Okay. Was ist, wenn man jetzt eins hier rein? Da rein. Eins hier rein. Da rein. Eins hier rein, da rein. Eins hier rein, da rein. So. Schaut doch auch ein bisschen gleich aus, ne? Wir haben fast einen Zuschauerrekord von 6. Ja. Wow. Weil ich so schlecht bin, oder was? Keine Ahnung. So, dann hauen wir den da runter. Dann können wir den da her spielen. Dann hätte ich gern den hier. Dass wir den hier herholen. Dann hätte ich gern. Aber der bleibt wieder übrig, der eine da. Muss ich jetzt den mittleren verwenden vielleicht? Genau so, ja, okay. Warte, wenn ich den mittleren jetzt verwende, hierher. Den kriege ich raus? Was, den am Rande? Na klar, du konntest jetzt ja. Du könntest ja... Den da rauf? So wie du es rechts gemacht hast, musst du es mir am Anfang machen. Merkt ihr das einmal? Ich bring den Zwerg ins Bett. Ich will doch nur aufhören. Bin dann da und helfe. Okay, dann kann ich es ja dabei probieren. Ach Gott. Du kannst erstmal den ganz rechts bis zu den ganz links schicken. Was? Den ganz rechts? Den da? Ja. Nach den ja, ich weiß, ich könnte ihn zweimal rüber wandern lassen. Dann könnte ich den so. Dann könnte ich theoretisch den rauf. Den runter wieder. Ja, der muss pennen, bevor der Papa da ist, sonst kriege ich Ärger, dass der noch nicht schläft und habe vergessen, dass der schon in einer halben Stunde Feierabend macht. Oh, na dann. So, na dann probieren wir das. Und noch einmal weiter links, ne? Oder? Ja. Damit du die los wirst. So. Dann den rauf auf alle Fälle, ne? Ja. So, dann den rauf eventuell. Aber das lasse ich jetzt noch kurz. Wenn ich den runter... Oh ja, warte, den runter. Den hierher. Den hierher. Den hierher. Hierher. Ja, aber dann bleibt mal... Nein, nein, dann bleibt mal wieder was übrig. Warte, wenn ich aber vorher... diese Moves mache, dass die Kugel schon da liegt. Dass die drei Kugeln weg sind. Dass diese drei Kugeln weg sind. Und die Kugel da liegt. Warte, Alter, bitte. Weg da mit der Markierung. Und die Kugel liegt hier. Dann mache ich noch... Es ist ja wurscht, wo sie liegt. Dann mache ich noch den Move. Den Move. Den Move. Den Move. Den Move. Und das wieder retour. Fast, ja. Dann hätte ich es ja, oder?
Sieht so aus. Oder habe ich mich jetzt vertan? So, warte, was habe ich gesagt? Den runter, ne? Ja. Ja, oh ja, passt. Den rüber. Den rüber. Wir haben's, Leute. Ich glaub's ja gar nicht. We have it. We have it. So, und darf ich euch jetzt was sagen? Ich muss das Ganze, glaube ich, in 80 Zügen schaffen fürs Achievement. Oh Gott. So, und jetzt müsste ich eigentlich ein Achievement kriegen für alle drei Räder. Ja, und jetzt kriege ich's. Puzzles of the Musicon. Und warum kriege ich das einzelne Achievement nicht? Vielleicht ist es ja, wie ich sagte, dass wir das erste Mal machen müssen. Was irgendwie ein. Nein, nicht erstes Mal. Scheiß auf das erste Mal. Ich will mein Achievement jetzt haben mit der Rangierarbeit. Das gibt's doch nicht. Ich mach diese 13 verdammten Züge jetzt noch einmal. 2, schau, da steht die 2. Da steht die 3. Da steht die 4. Und jetzt die 5. Und was kommt nach der 5? Die 6. Und dann die 7. Und mit der 8 haben wir gelacht. Dann kommt die 9. Hohohoho. Und die 10. Und die 11. Und die 12. Und die 13. Und ich will mein Achievement. Ich will mein Achievement. Ohne Lösung. Ein Gentleman löst jedes Rätsel. Toll. Du hast das Rätsel gelöst. Ba, ba, ba. Okay. Wisst ihr was? Ja, schau, wie er sich abbeckt. Jetzt schau ich nach. Pass auf, jetzt brauche ich 12 Züge und nicht 13 ganze Zeit. Jetzt schau ich nach. Das ist Schadenfreude von Finn. Ja, ja, das kenne ich von ihm. Das passt zu ihm, ne? Das gibt's doch nicht. Oder habe ich das falsche Rätsel genommen? Was brauche ich noch einmal? Ich brauche Rätsel 26 in 13 Moves. Habe ich doch geschafft, oder? Es gibt dasselbe Spielchen mit 58 und 19. Ja, ich weiß, ich hätte schneller runterdrücken können. Ja, ich hab's geschafft, danke. Das war, weil du einfach hier warst. Das war die Glücksanwesenheit. Ja. Deine Anwesenheitsschuld, dass er es nicht geschafft hat. Yeah. So, und hier 19 Züge. Oh Gott, da mehr verschiedene. Oh Gott, das ist mir. Ich bringe Glück, ja, das auf alle Fälle. Vielen Dank. Unser Glücksbärchen. Ich glaube, das ist mir jetzt zu hoch, das Rätsel für heute. Was brauche ich denn hier? Oh Gottes Willen, das ist Hölle. Der Einser muss einmal vor. Der Zweier passt nämlich hier. Achso, warte, wenn der Zweier passt. Wie kriege ich den Einser und den Dreier vorbei? Hast gehört, Natalie? Ich bring Glück. Ein Glückskind. Jetzt sind die Dreier noch. 19 Moves brauche ich, ne? So. Dann kann ich das doch nur so machen, oder? So. Dann brauche ich aber... Na, das ist ein Fehler. Ich muss den Einser hier lassen. Auf alle Fälle. Der muss dann raufgeschoben werden. So, und den anderen Einser, den brauche ich nach den Dreier. Aber ich könnte theoretisch einmal den ganzen Zug runterschieben. Das könnte ich ja machen, ne? Ja, die Einser einfach jetzt nach unten schieben. Ja, den Tipp eigentlich, ja, es hat, auch Finns Tipp hat geholfen an und für sich. Nur vielleicht war ich bei der Umsetzung etwas schlampig, ne? So, ich schiebe mal
alles runter jetzt. Dann kann ich den hierher setzen. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt, ja. Ich müsste den Zweier... Ach Gottes Willen. Achso, der Zweier passt ja schon. Da kommt der Dreier her. Warte, dann schimmert das einmal rauf noch einmal. Das retour. So, dann kommt der Dreier hierher. Das, achso, das passt ja nicht. Ich brauche den Einser vorn. Ja, und die Dreier muss ja nach oben. Okay, wirklich, die Drei muss ich nach oben, wirklich. Oh. Ich muss schauen, dass der Zwei als nächster dran kommt. Das heißt, ich muss den Einser mal wegschieben. Den Zweier wegschieben, ja. Den Dreier. So, da kommt dann mal der Einser hin. Dann schieben wir den Vierer und Dreier rauf, dass der Zweier hierher kommt. Schieb aber gleich. Warte, schieb den hierher, ja. Den Zweier hierher. Den Dreier hierher. Der Einser nach vor. Der Dreier kommt hierher. Der Zweier hierher. Der Dreier hierher. Ah, es geht sich, glaube ich, knapp nicht aus. 17, 18. Ich brauche 19 Züge. Okay, na schade. Okay, dann lassen wir es das. Wenn die Achievement eh nicht funktionieren, bla 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 bla. ja, Finn, wie lange hast denn du Zeit übrigens, wenn ich so fragen darf? Zahlt sich jetzt OW noch aus? Ah, Freimorgen. Okay, zahlt sich aus. Na dann... Mach ich noch ein, zwei Rätsel und dann bin ich aber wirklich da. Machen wir mal Haus der Teemeisterin. Ich sehe schon wieder die letzte Nummer, was mir nicht gefällt. Süße Türme. Wisst ihr was? Wir machen die süßen Türme, dass ich hinter mir habe. Ach, das wird ein Schiebelei. Ach, Gott. Mhm. Wow. Ernsthaft. Richtig ernsthaft. Wie viel 100.000 Züge brauche ich denn da? Für das. So. Dann muss ich das hierher. Wie viel 1.000 Züge brauche ich da für das? Ach, Gottes Willen. Warte mal, so. Und kommt was dann machst du da? Bitte was? Ich frage mich gleich nur, was du da machst. Ein Rätsel, wie man sieht. Falls du es noch nicht gemerkt hast. Das habe ich schon gemerkt. Da gibt es sicher auch ein Achievement dazu, aber... Kein Bock drauf, gerade. So. Ich muss ja schauen, dass das irgendwie alles wieder zusammenkommt und dann muss ich. Warte, das. Ne, das muss ich wieder wegschieben. Dann muss ja schauen, dass ich den dann wieder in die Mitte krieg. Mache ich jetzt ein Hin und Her oder was? Ich weiß nicht. Ich glaube schon. Du könntest mich aber vielleicht auch ab und zu ein bisschen unterstützen. Das wäre nett vielleicht. So schnell wie du arbeitest, kann ich gar nicht reagieren. Nein, das passt schon so, glaube ich, oder? Warte. Na sicher, ich arbeite mich schon langsam vor, weil jetzt kommt die nächste Schicht her. Passt schon. Das dauert halt alles nur immer ewig. Ja, ich muss den freikriegen, den. Also da eine bestimmte Zugangszeit zu schaffen, das wäre auch Hölle gerade.
Dann das rüber, das rüber. Warte mal kurz, das rüber, das rüber, das hierher. Das, 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 das. Anders geht's gar nicht. Du musst das mit so viel Zügen machen. Also mit viel mehr Zügen noch. Anders geht's auch wirklich nicht, glaube ich. So, ja, jetzt habe ich, na, eigentlich hätte ich ja das frei haben wollen. Ja. Habe ich jetzt alles umgekehrt gemacht? Kann das sein? Warte mal, sorry Leute. Wenn ich das jetzt wieder... Na, ich müsste... Na, warte mal. Lassen wir es einmal so. Weil die nächstgrößere habe ich ja... sowieso unten gehabt schon. Das passt schon. Das schaut vielleicht falsch aus. Ist es aber, glaube ich, nicht. Hoffentlich. So. Hä? Okay, jetzt tue ich wirklich vorbei irgendwie. Das ist auch nicht einfach. Der Blödsinn. Warte mal. Der Start war gut, das Ergebnis ist nicht befriedigend gerade. Muss ich jetzt den linken auf den rechten oder in der Mitte? Also Endergebnis rechts muss alles stehen, das weiß ich. Aber vom Prinzip her bin ich gerade ein bisschen durcheinander, so wie es ausschaut. Wie gesagt, ich glaube, ich habe mich ein bisschen vertan. Auf jeden Fall nicht einfach. Warte mal, ich will eigentlich das Große in die Mitte befördern. So, das also das hier will ich in die Mitte. So. Dann habe ich jetzt Platz wieder rechts und kann schauen, dass ich das Große irgendwie runterkriege. Ah, warte. Ja, daher mal. So. Nein. Okay, warte mal, anders so. Nein. Das hierher, das hierher, das hierher, das hier. Aber dann baue ich es ja wieder auf. Ich will es ja abbauen. Achso, ja, warte. Blödsinn. Ich muss fürs Abbauen erst den einmal abbauen. Nein. Das sind zu viele Züge hin und her. Da habe ich schon verschissen. Dann nehme ich das hier. Mach das hier. Jetzt bin ich wieder am Dampfer, glaube ich. So. Und das rechts muss ich jetzt wegkriegen, damit ich das linke... So, das hier so. Na, was mache ich schon wieder? Ach, mich nicht. So.
Dann will ich ja das hier her, damit ich das kurz hierher geben kann. Das ich würde erstmal die kleine nach links geben. Also die von der roten, die kleine jetzt nach ganz links. Jetzt was? Ja, da rein. Okay. Dann die kleine wieder auf der drauf stellen. Ja, ja, dass ich das einmal. So, das wäre auch die richtige Folge. Dann nehmen wir das leere da. Es geht sicher schneller. Es geht sicher schneller auch. Das wage ich nicht zu bezweifeln. So. Genau, dann machen wir. Na warte, umgekehrt. Das hier. So, so, so. Genau, da haben wir jetzt die große dann gleich drüben. Einmal Start Nummer 1. Wir haben die Hälfte mal. Yeah. Jo. Jetzt müssen wir sie nur irgendwie zurechtarbeiten. So, jetzt kann ich den linken Teller verwenden. Um das hier drauf zu geben. Und da muss ich schauen, dass ich die drei genau darüber kriege. Das gehen wir daher wieder. Bist der Bad, ist das ein Hammer? Rätsel. Bist der, ich bin schon bei 200 Züge. So, aber gleich haben wir es, gleich haben wir es. Es fehlt nicht mehr viel. Es fehlt nicht mehr viel. Das gehen wir darüber dabei. Welches brauche ich? Das unterste, gell? Ja. Ja. In der Mitte. Dann gehen wir das dahin. Das daher, das daher, das daher. Perfekt. Du kommst daher. Du machst das hier, das hier, das hier. Das hier, das hier, das hier. Nächstes Ball, damit tut schon mal Hand weh. Gut. Wie gesagt, wir kommen immer näher. Wir kommen immer näher. Es schaut gut ja aus. Ich krieg zwar nicht das Achievement, aber wurscht. Pfeif drauf. So, dann den darüber und gleich haben wir den nächsten dann. Das heißt, den muss ich schauen, dass der in die Mitte kommt. Okay. Obwohl. Nein, da fehlt, da passt ja was nicht, gell? Nein. Ich muss das anders machen, so. Weil es kommt ja vorher der andere dort rein. Der da, genau. Der muss weg. Jetzt muss der andere dorthin. So. Okay, der Steck ist aber jetzt wieder zusammen, ne? Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Ich brauche den als nächstes, ne? Ja. Na. Wo ist die Stecken trotzdem einmal. Ja, was bringt der nix? Nein. Das passt schon so. Ich habe mich wahrscheinlich nur vertan jetzt. Ja. Ich habe mich nur vertan mit der Reihenfolge. Ja, ich bin schon müde ein bisschen. So. Na. Passiert. So, das hier rüber, das da, aber gleich haben wir es. Jetzt haben wir es gleich. Einmal ja noch die Retourkutsche. Achso, du bleibst da, du kommst daher, das da, das da, das da, das da und das da. Bist du des Wahnsinns? Glückwunsch. So, wie viel? Über 200 Züge habe ich gebraucht. 127 Züge. Na klar, das probiere ich in meiner Freizeit, habe sonst nichts zu tun. Okay. Da musste den Touchpin ganz schön arbeiten, eher meine Hand. Mache Stapelstrategen, schaffe es übrigens, dieses Rätsel in 127 zu lösen. Mhm. Ich hab dich auch lieb. Gut,
Ich würde sagen, wir beenden es für heute. Es reicht. It's enough. It's enough for today. Okay, Leute, ich hoffe, ihr hattet trotzdem euren Spaß ein wenig. Auch wenn nicht viel Input dabei war heute, aber ja. Ja, genau. Das nächste Mal werden wir wahrscheinlich das letzte Mal streamen. Dann pfeife ich dann auf die anderen Achievements, die haben eh nicht funktioniert. Oder zumindest probieren wir vielleicht ein anderes noch. Und wir machen eben die Lädenaufgaben fertig. Das wird sowieso Hammer werden. Wartet, wartet, wartet. Ich spoiler mich. Komm, haust das Tier, Freund. Ist irgendwas zum Schieben? Okay, schaut nicht nach Schieben aus, aber hier vielleicht? Springer-Problem 4! Na, herzlichen Glückwunsch. Wir haben wieder die Arschkarte gezogen. Jawohl. Ach, das sind so herrliche Rätselchen. Na gut, Leute. Danke und gute Nacht und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.